Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Darksiders. Fast leider muss ich Darksiders spielen. Nein, meine Capture Card zickt immer noch rum ohne Ende. Deswegen kann ich euch im Moment leider keinen Tomb Raider liefern. Und ja, deswegen machen wir mit Darksiders weiter. Ich muss gerade mal überlegen, wo ich stehen geblieben bin. Ich glaube, auf dem Präsentierteller für Tiamat. Gucken wir mal. Ob ich alles wieder neu lernen muss, oder... Kein gutes Zeichen. Okay, ein großer Platz und eine Zwischensequenz. Zu gewöhnlichen Attentätern degradiert. Oder hat Samael deine Loyalität gekauft? Wenn du käuflich bist, Reiter, kommen wir vielleicht ins Geschäft. Meine Bedingungen werden dir nicht gefallen. Na gut. Das nimmt kein gutes Ende für dich, Reiter. Oh. Das gibt's doch nicht. Autsch. Okay, das wird gleich garantiert wieder von vorne anfangen. Ja. Na gut. Nein. Ups. Ja, Tiamat und so. Ja, hätte Fahrradkette. Oh, wie war das denn? Bleib hier. Okay, jetzt sehr ruhig mal länger liegen bleiben. Das nimmt kein gutes Ende für dich, Alter. Kann man auch irgendwie so durchs Feuer schießen, dass sie gleich entflammen, oder? War da nicht irgendwas? Hilfe. Okay, da den jetzt auch ankleben oder nicht? Autsch. Ja,
Nicht gut. Nicht gut. Ich bin eine der Auserwählten. Ja, ja, Auserwählten am Arsch. Jetzt eins auf die Glocke. Nein. Harte Nuss, die alte harte Nuss, aber okay. Sollen. Ja, ja. Wie schade. Wie jetzt? Ach, Mist. Ah, Mann. Ja, komm zurück. Das nimmt kein gutes Ende für dich, Reiter. Ist gut. Okay, das wird jetzt eine richtig harte Nummer. Thank you.
Könnt ihr auch einfach liegen bleiben, ne? Aber nö. Für eine Kiste finde ich jetzt echt dufte. Ach Mann. Okay. Okay. Jetzt echt nicht wahr. Komm schon. Nein. Mann. Ja, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemerkt. Hey, komm, jetzt hat das Vieh aber mich auf keinen Fall getroffen, hallo? Ach, Mann. Ja komm, mach mich kalt. Ich will ja nichts mehr. Wenn es hier anfängt, Feuerbälle zu spucken, ist eh Feierabend. Irgendwas habe ich doch irgendwie irgendwo vergessen. Ah, und unten ist die Tür zu. Shit. Weil mir fehlt, ich habe so wenig Health. Mir fehlt garantiert so ein Lebensstein. Weil nur noch einen, dann hätte ich einen vollen Balken mehr. Aber gut, wir versuchen es nochmal und dann, wenn es nicht klappt, dann brauchen wir Plan B. Das nimmt kein gutes Ende für dich, Alter.
erwähntest du bereits. Nein. Wie schade. Fuck. So, hast du jetzt noch so ein Ding angeklebt oder nicht? Okay, dass das funktioniert, hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Dafür bist du dann doch ein bisschen zu langsam. Das muss doch irgendwann mal gut sein hier. Zähes Mistvieh. Okay, langsam habe ich das Gefühl, ich mache hier irgendwas falsch. Oder ich mache nicht genug Schaden. Bin mir da nicht so ganz sicher.
Nein, 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 nein. Ja, komm, Robs ab. Yes. Reiter. Tu es. Reiß ihr bei lebendigem Leibe das Herz heraus. Ich will sie schreien hören. Ich bin eine der Auserwählten. Ich kann dir jeden Wunsch gewähren. Kannst du das Gleichgewicht wiederherstellen? Kein Wunder, dass Samael dieses Ding haben will. Es strotzt vor Macht. Glaubst du wirklich, er lässt dich lange genug leben, um etwas davon zu haben? Eine Fledermaus aus der Hölle als neue Errungenschaft. Okay. Herz des Auserwählten. Samael benötigt diesen Gegenstand vollmächtiger magischer Energie, um Zugang zum schwarzen Thron zu haben. Na gut. Und endlich ein Lebensstein. Okay. Hier. Ja, ja. So, wo lande ich denn jetzt? Ach, bei Samael wahrscheinlich, oder? Wie willst du diesem Gefängnis aus Fels ohne Hilfe deines gefiederten Freundes entkommen? Ich werde einen Weg finden. Du hast dich sicherlich als einfallsreich erwiesen. Vielleicht kann ich dir einen schnelleren Weg bieten. Sprich Klartext, Dämon. Schlangenlöcher, uralte Pfade, die sich ihren Weg unter der Oberfläche dieser Totenwelt und darüber hinaus bahnen. Ich benutze sie, um herumzukommen. Und für eine Gebühr kannst du es auch. Was willst du, Vulgrim? Nur eine Kleinigkeit, das Herz der Auserwählten. Ich habe seine Macht in dem Moment gespürt, in dem du aus diesem Turm gekommen bist. Du kränkst mich, Reiter. Ich würde mich niemals zwischen dich und deinen Freund Samael stellen. Nein, ich möchte nur das Herz sehen. Ein Blick und unsere Abmachung gilt. Samael wird erfreut sein. Die Schlangenlöcher stehen dir zur Verfügung, Reiter. Komme zu mir, wenn du sie benutzen möchtest. Schlangenlöcher. Dieses uralte Netzwerk von Pfaden zieht sich durch die ganze Welt und darüber hinaus. Suchen Sie eine Vulgrim-Position auf, um darauf Zugriff zu bekommen. Ja, das ist doch schon mal was. Okay, aber erst wollte ich hier nochmal rein. Ich lasse dich jetzt einfach mal labern. Ich hoffe, ich komme hier nochmal rein. Gab es nämlich noch in diesem Innenhof dieses rote Gestein, was ich mir nochmal angucken wollte. Ich glaube, hier in so einem Zwischensaal gab es auch nochmal...
Hier habe ich auf jeden Fall noch nicht alles durch. Jetzt muss ich nur den richtigen Innenhof erwischen. Das ist der falsche. Aber hier oben war doch, glaube ich, auch noch mal. Glaube ich, eine Kiste. Bingo. So. Und das ist wieder eine Kante, wo sich die Schwester halten kann. Ach, Mann. Krieg, das ist nicht lustig. Na, los. Gucken wir doch mal, oder gibt's dann eine? Von da drüben nicht, von da nicht. Vielleicht muss ich mich von dem Vieh schnappen lassen und dann in die Richtung. Probieren wir's mal. Ah, das Vieh interessiert sich gar nicht für mich. Super. Nein! Oh. Okay, ein Versuch noch und noch weiter. Na gut, mit Anlauf. Nee. Na gut, dann ein andermal. Dann ein andermal. So, hier müsste das gewesen. Da. Was? Okay. Auch eine Möglichkeit, Seelen zu sammeln. So. Muss ich mal schauen, wie ich da oben hinkomme. Musst du mal hier rüber gehen? Genau. Die Kiste haben wir schon, oder? Ja. Genau. Okay, wenn das jetzt auch eine Kante gewesen wäre, wo sich dran festgehalten hätte, dann hätte ich mal hier kurz einen dicken Otto losgelassen. So, Hornkiste. Blau. Ah, ein Gegenstand der Dämonen, der die Lage aller Truhen im Umfeld auf der Karte enthüllt. Ein Vorratssucher. Okay, gucken wir doch mal auf die Karte.